Eine Rallye am Aktienmarkt mit hohem Handelsvolumen ist ein gutes Zeichen, ein Zeichen von echter Entschlossenheit auf Seiten der Käufer. Wenn das Handelsvolumen an schwachen Tagen sehr dünn ist, dann ist die Kursschwäche oft nicht von großer Dauer. Das sagt jedenfalls die Theorie. Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, darüber sprechen wir jetzt mit Birger Schäfermeier von der European Trading Academy hier an der Frankfurter Aktienbörse. Das Handelsvolumen, Birger, gilt als Waffe der Bullen. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass normalerweise bei steigenden Kursen man ein hohes Volumen sehen möchte. Wie bei jeder Börsenweisheit ist das eben so, man muss genau hinschauen. Das gilt nämlich nur fürs langfristige Trading. Im kurzfristigen Trading-Bereich ist es genau andersrum. Okay. Wie kommt das? Das kommt dadurch, dass an den Spitzen, also an hohe Umverteilung stattfindet. Das heißt, die schwachen Hände zum Beispiel verkaufen alle und die starken Hände sammeln dann ein. Weil es ist ja so, wenn der Markt einen Tief macht, sagen immer viele, da haben viele Leute verkauft. Das ist richtig, aber für jeden Verkäufer muss es einen Käufer geben. Und das heißt, findet das mit einem hohen Volumen statt, dann hat sich an diesem Punkt ein gutes Gleichgewicht eingestellt und normalerweise hat der Markt dann die Kraft, erstmal wieder in die Gegenrichtung zu laufen. Ich habe mich immer gefragt, die schwachen Hände geben ab und die starken Hände kaufen. Wer hat denn schwache Hände und wer hat starke Hände? Ja, da sind wir bei der mentalen Seite. Das hat gar nicht mehr so viel mit den Taschen zu tun, sondern bei den Leuten, die plötzlich Angst kriegen. Ja, die ganze Zeit gesehen haben, der Markt geht hoch und plötzlich geht er nicht mehr hoch, kommt noch ein bisschen runter und die sagen, bevor mir jetzt der Gewinn weggenommen wird, schmeißen sie alles hin entsprechend und dann wird dann eben von den mental Starken eingesammelt, die eher ihre Long-Position vielleicht nochmal verstärken, weil der Markt vielleicht im Aufwärtstrend ist. Jetzt schauen wir uns das mal hier an. Bei eSignal haben wir das Handelsvolumen hier unten mal dick aufgezeigt. Worauf achtest du denn als Daytrader? Was für Zeichen sind für dich wichtig? Ja, ich achte besonders auf große Volumenspitzen. Und hier sehen kann, das ist ein maximales Volumen im Laufe des Tages, also im Verhältnis zu den anderen Voluminas. Und man sieht, das ist gleichzeitig auch das Tageshoch. Danach kommt der Markt erstmal deutlich runter. Das heißt also, Volumenspitze ist ganz einfach gesagt eine Phase im Tagesverlauf, in dem das Handelsvolumen besonders hoch ist. Ne? Genau. Und was man dann erwarten kann, ist, dass der Markt dann erstmal in die andere Richtung umdreht. Aha. Und eine Gegenbewegung. Das heißt, das ist dieser Prozess der maximalen Umverteilung. Genau. Das heißt, die schwachen Hände geben ab und die starken Hände steigen ein. So ist es. Wenn du jetzt sowas siehst als Daytrader, was machst du? Nun, das hängt davon ab, ob ich vorher auf einen steigenden Markt gewettet habe. Mhm. Dann, wenn ich sehe, wir haben plötzlich ein hohes Volumen, dann stelle ich einfach meine Position glatt. Oder, wenn ich noch keine Position habe und ich sehe das hohe Volumen, dann sage ich vielleicht mal, gut, da wird es jetzt eine Gegenreaktion geben und handel antizyklisch und setze auf eine Gegenbewegung. Jetzt gibt es ja so viele Indikatoren, den ATR, den Supertrend. Gibt es einen Indikator, auf den du immer schaust? Also für mich am allerwichtigsten ist das Volumen, das habe ich immer im Auge, weil es kommt ja nicht nur darauf an, dass ein Preis zustande kommt, sondern es ist auch wichtig, mit welchem Volumen kommt der zustande. Daran zeigt sich dann, wie viele Marktteilnehmer sind eigentlich darin involviert oder sind es große oder kleine Marktteilnehmer. Super, vielen Dank. Bitte.